So ist es gut, kleiner roter Traktor. Immer schön geradeaus. Guten Morgen, Herr Junker. Jan? Sieht ja das an, großer Blauer. Die wollen vor uns mit ihrer Arbeit fertig sein. Aber das können wir natürlich nicht zulassen, stimmt's? Sieht aus, als würde Herr Junker beim Pflügen im Zickzack fahren. Trotz harter Arbeit bleib ich fröhlich und frisch. Heute Abend hab ich einen großen Fisch auf dem Tisch. Wenn andere daran zweifeln, interessiert mich das wenig. Walter ist der Anglerkönig. Dubi-duda, dubi-di-dong. Das war mein Anglersong. Yeah! Mein Stumpi rast schon wieder den ganzen Morgen wie ein Verrückter durch die Gegend. Mein Vater ist auch so komisch. Ich habe ihn noch nie so schnell arbeiten sehen. Hallo, meine Damen. Ich brauche etwas Mais und Luft. Sein Reifendruck muss stimmen, das ist wichtig. Sie brauchen Mais und Luft? Ich habe leider keine Zeit zum Plaudern. Ich brauche Mais, zack, zack. Ich habe nämlich eine Verabredung mit dem Alten. Wissen Sie, Mais ist der allerbeste Köder. Was, mit dem Alten? Da muss ich was unternehmen. Ich kann doch Herrn Junker nicht meinen Alten überlassen. Nachher angelt er noch an meinem Geheimplatz. Ja, los, altes Mädchen. Na siehst du, geht doch, Schätzchen. So, bitte. Und nun zur Luft. Bis später, Nicola. Ich muss den Alten fangen. Den Alten? Oh nein, Walter, du nicht. Dieser Fisch gehört mir. Los geht's, großer Blauer. Oh, ihr Reifen. Oh, einmal nur. Bitte, du musst nur ein einziges Mal funktionieren. Oh, was für ein hartes Los. Tut mir leid, ich muss weiter. Weißt du, ich glaube, wir haben uns einen freien Nachmittag verdient. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war ziemlich knapp. Stumpi, warum rast du denn so? Wo willst du hin? Oh, entschuldige, Jan. Ich will runter zum Angeln. Das erklärt natürlich auch dein Angelzeug. Ja, aber behalt es für dich. Nicht, dass jemand meinen geheimen Angelplatz findet. Es ist die beste Stelle zum Angeln am ganzen See. Und es wird gemunkelt, dass der Alte gesehen wurde. Zum ersten Mal seit Jahren. Hab ich auch gehört. Ich will ja selbst zum See. Ich will nur vorher kurz noch mal zum Gösselhof. Also dann, oh, meine Würmer. Oh, wollt ihr wohl? Komm zurück. Wir sehen uns dann später. Also, das ist doch... Wo seid ihr? Schlimm. Sie sind in Eile, richtig? Ja, schlimm. Jetzt verpassen Sie sicher Ihre wichtige Verabredung. Ist ja gut, ist ja gut. Es gibt keine Verabredung. Ich wollte zum Angeln gehen. Tja, und ich auch. Wirklich? Nicht zu glauben, Elsie. Zum Angeln. Zum Angeln, Nicola? Oh, ich hab mich schon gewundert. Hören Sie, Walter. Wir müssen mit unserer gesamten Angelausrüstung runter zum See. Und zwar so schnell wie möglich. Das heißt... Wir brauchen ein Transportmittel. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich muss in der Werkstatt arbeiten und Schleppi ist für Notfälle da und nicht als Taxi. Ah, ich habe eine Idee. Eine Idee? Erzählen Sie schon. Ich habe das Zeug hier doch irgendwo gesehen. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Hallo, kleiner roter Traktor. Wo willst du denn hin? Der kleine rote Traktor und ich wollen angeln gehen. Angeln? Wow! Toll! Können wir mitkommen? Aber natürlich. Spring schon mal auf den Hänger. Ich hol die Ersatzruten. Das heißt, wenn ich sie finde... Wir sind gleich da. Ist nicht mehr weit. Walter. Diese Idee von Ihnen. Dafür müssen Sie mir nicht danken. Oh, war schon eine tolle Idee von mir. Stellen Sie sich vor, wir hätten den ganzen Weg laufen müssen. Was? Laufen? Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Passen Sie doch auf, wohin Sie... Stumpi, was machen Sie denn da? Ich bin zum Angeln hergekommen. Und ich habe ein verbrieftes Recht auf diesen Platz hier. Auf diesen Platz? Dieser Platz ist mein Platz. Ihr Platz?
Nein, das ist mein Platz. Mein geheimer Angelplatz. Aber das kann nicht sein. Ich angle an diesem Platz schon seit, seit immer. Das ist nicht Ihr Platz. Doch, ist er. Nein, das ist mein Platz. Ich kann hier nirgendwo einen Namen entdecken. Er gehört mir, seitdem ich hierher gekommen bin. Sie sind erst 5 Minuten hier. Ich bin hier aufgewachsen. Aber ich war zuerst hier. Aber ich hab Sie hergeschoben. Naja, wir könnten ihn uns doch teilen. Teilen? Es ist doch genug Platz da. Teilen? Eine gute Idee. Das Problem ist gelöst, ja. Ich gehe wohl nach links. Es sei denn, du willst dahin, Stumpi. Oh nein, mir ist es hier rechts auch recht. Teilen. Ich zeige euch jetzt meinen geheimen Angelplatz. Aber ihr zwei dürft mit niemandem darüber reden. Keine Sorge, Jan. Wir sagen kein Wort. Versprochen. Also gut, los geht's. Komm schon, kleiner roter Traktor. Ich sagte, los geht's. Was hat er denn? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend möchte der kleine rote Traktor diesen Weg nicht fahren. Er will lieber nach links fahren. Na gut, fahren wir eben da entlang. Ich glaube, jetzt habe ich's verstanden. Das ist es. Das hier war der Geheimplatz meines Großvaters. Hierher hat er mich als Junge immer zum Angeln mitgenommen. Das hatte ich schon fast vergessen. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Kommt jetzt, ich werde euch mal zeigen, wie man einen Fisch fängt. Toll! Ich möchte unser Abendessen fangen. Und ich möchte einen Zierfisch haben. Den kann ich in ein Glas oben auf den Fernseher stellen. Naja, wollen mal sehen. Also, das gibt es doch nicht. Hör auf, rumzuzappeln. Hallo, ihr da. Hallo. Würden Sie bitte nicht so einen Lärm machen? Hallo. Schönen Tag, die Herren. Was ist? Da hat einer angebissen. Bei dir hat einer angebissen. Zieh hoch. Oh, bei Emma hat eine angebissen. Das ist unmöglich. Oh, verflixt noch mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Jan. Du machst das schon sehr gut. Ja, genau. Gib ihm Schnur. Lass ihn nicht entkommen. Jetzt zieh die Rute nach oben. Gib erst noch weiter Schnur. Und dann hol ihn an Land. So, und schon bin ich hier. Ich könnte jetzt übernehmen, wenn Sie möchten. Emma macht das ganz ausgezeichnet. Danke. Sie macht das toll. Hier seid ihr alle. Oh, Mann. So, das war's. Jetzt hol ihn an Land. Vorsichtig. Hab ich dich, mein Alter. Bravo, toll gemacht. Ich hätte das gedacht, das ist der Alte. Er ist riesig. Ich glaube, für den brauchst du ein größeres Glas. Wir brauchen auch einen größeren Fernsehapparat. Ich erinnere mich noch, wie ich meinen ersten gefangen habe. Oh, ups. Oh, ja. Oh, er war so glitschig. Ach, er ist mir entwischt. Mein Fisch! Oh, es tut mir leid, Emma. Also, das habe ich wirklich nicht gewollt. Ist schon gut. Ich glaube, er war sowieso zu groß für mich, um ihn mitzunehmen. Da hast du bestimmt recht, Emma, Schatz. Der Spaß ist doch, ihn zu angeln. Danach werfen wir ihn sowieso wieder rein. Ja, das stimmt. Und das habe ich ja auch getan. Jedenfalls, hat Spaß gemacht. Und wir können ja jederzeit zum Geheimplatz vom kleinen roten Traktor fahren, wann immer ihr wollt. Kommt doch alle mit. Fahren wir zum Gösselhof. Ich habe noch ein paar Fischstäbchen in der Gefriertruhe. Ja, toll. Dann kommen wir gern. Pass auf, Flecki. Ich muss den hier erstmal rausstellen, damit ich die Scheune aufräumen kann. Die wird ganz toll aussehen, wenn sie fertig ist. Ja, besonders wenn wir sie noch angestrichen haben. Vielleicht hat Jan ja noch rote Farbe. Dann sieht sie aus wie der kleine rote Traktor. Entschuldige, alter Junge, ich muss dich schon wieder wegscheuchen. Wenn wir dann die Decke von Flecki da reinlegen, wird das richtig gemütlich da drin haben. Hallo, Flecki. Du musst noch ein ganz kleines bisschen warten. Es dauert aber nicht mehr lange, Flecki.
Ich glaube, Flecki sucht ein Plätzchen, wo er endlich mal ruhig liegen kann. Im Moment haben wir ihm wohl alle seine Lieblingsplätze genommen. Wir sind gleich fertig, Jan. Dann hat er seine eigene Hundehütte. Hey, ich muss sagen, die sieht ja wirklich richtig gut aus. Und wir wollen sie auch noch anmalen. Hast du noch Farbe für uns, Jan? Nein, tut mir leid. Aber ich kenne jemanden, der welche hat. Lasst uns doch jetzt alle zusammen zu Walters Werkstatt fahren. Ja! Dabididum, ich hab'n uralten Wagen. Dabididum, dabididum. Er bleibt immer liegen und das liegt mir im Magen. Dabididum, dabididum. Ach komm schon, ich hab doch nur Spaß gemacht. Was soll das? Oh nein. Oh, halt an, halt an. Die Bremse. Oh, oh nein, 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 nein. Das war knapp. Also, wenn du jetzt genau hier stehen bleibst, dann verspreche ich dir, nie mehr so etwas zu singen. Einverstanden? Heißt das, du nimmst das Angebot an? Gut. Seid ihr zwei soweit? Ja! Und jetzt alle zusammen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Ja! Das ist gar nicht gut. Wir brauchen dringend Hilfe. Tja, Jan wohnt wohl am nächsten, wenn ich über das Feld abkürze. Ja, genau. Es dauert nicht lange. Bleib ruhig, okay? Hier habt ihr einen Eimer mit roter Farbe. Ich hoffe, es ist noch genug drin für eure Hundehütte. Toll! Danke, Nicola. Kein Problem. Was kriegst du dafür? Oh, was soll ich für einen halbvollen Eimer mit roter Farbe berechnen? Tja, sagen wir, gar nichts? Gar nichts? Also, wenn das nichts ist. Tja, ich muss jetzt zu meinem Frühjahrsputz zurück. Oh ja, das mache ich auch gerade. Also dann, macht's gut. Bis bald! Oh, was ist denn passiert? So, das war's. Eine schöne, aufgeräumte Scheune für dich, kleiner roter Traktor. Wie weit seid ihr zwei? Wir sind fast fertig. So. Ich muss sagen, das habt ihr prima hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, was der neue Besitzer dazu sagt. Ja, wo ist er? So wie ich Flecki kenne, hat er sich irgendwo hingelegt und schläft. Flecki! 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 Flecki? Nein, ich bin's. Walter, Flecki ist kleiner und haariger. Sag mal, hast du vielleicht, Jan! Walter, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein Problem mit dem Wagen. Du bist doch nicht schon wieder liegen geblieben. Nein, nicht direkt. Rosti ist mir, er hängt über einem Abgrund. Kannst du uns helfen? Er hängt über einem Abgrund? Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Steigt alle schnell hinten auf. Komm, kleiner roter Traktor. Rosti braucht unsere Hilfe. Altes Mädchen. Also, fangen wir an. Ich habe das Abschleppseil festgemacht. Gut. Mach das andere Ende am kleinen roten Traktor fest. Ja, ist gut. Sofort.
Walter hat großes Glück gehabt. Ja. Ich möchte mal wissen, wie tief es hier runtergeht. Oh, passt bloß auf, ihr zwei. Ich hab nur mal runtergeguckt. Mach das nicht. Bleib da weg, das ist zu gefährlich. Gut. Los geht's, kleiner roter Traktor. Und schön langsam. Los, kleiner roter Traktor, du schaffst das. Geschafft. Oh, danke, ihr beiden. Hey, das klingt wie... Flecki! Flecki? Nein, das kann nicht sein. So weit wird er nie weglaufen. Flecki! Oh, Mann. Oh, je. Hab keine Angst, Flecki. Wir retten dich. Ja, bleib ganz ruhig. Wir werden dich... Aber wie soll denn das gehen? Ist mit Flecki alles in Ordnung? Ich glaube schon, aber wir müssen uns beeilen. Dieser Felsvorsprung, auf dem er steht, sieht nicht sicher aus. Gut, ich glaube, das wird lang genug sein. Halt durch, Flecki! Wir brauchen etwas, woraus wir eine Schlinge machen können. Also, ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Perfekt! Mein Taschentuch! Genau, Flecki! Bleib ganz ruhig in der Schlinge drin! Gut. Halt jetzt das Seil fest, bis es gespannt ist. Okay, mach ich. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Ganz ruhig, Flecki. Ganz ruhig, Walter. Ah, ist gut so, Jan. Weiter. Halt! Ein kleines Stück zurück. Haben wir dich, Kerlchen. Gesund und munter. Alles in Ordnung, Junge? Armer Flecki. Eigentlich wollte er endlich nur irgendwo mal seine Ruhe haben. Wir sind mit deiner Hundehütte fertig, Flecki. Da hast du es ruhig und gemütlich. Mann, was für ein Tag, Jan. Weißt du, Rosti und Flecki wären ohne dich und den kleinen roten Traktor aufgeschmissen gewesen. Das hört sich an wie Dankeschön. Danke, kleiner roter Traktor. Yippie! 2 von 2! Das könnte ein neuer Gosselhof-Rekord werden. 1, 2... Ich weiß, es ist aufregend, aber steh ruhig, kleiner roter Traktor. Ich schaff's nie, wenn du dich immer bewegst. Jetzt geht's los. Und Ruhe, bitte. Und jetzt... ab mit dem Ding! Getroffen! Tja, das war aber wirklich ein großartiger Wurf. Es war zwar etwas anders geplant, aber es sind nun mal 3 von 3 Treffern und ich bin jetzt offiziell der Gösselhof-Reifenwurfmeister. Hey, hast du Lust auf ein Spiel? Ich lass dir auch den Vortritt. Ich kann leider nicht. Ich muss Autoreifen für die Werkstatt holen. Aber es findet heute Nachmittag in Plätscherbach eine Auktion statt. Da könnten wir vielleicht hin. Sehr gerne. Danke, Nicola. Wir hatten heute Nachmittag noch nichts vor. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Also, bis später dann. Bis später, Nicola. Anfängerglück. Sieh mal, Mama. Meine Narzissen sind alle aufgegangen. Genau wie Jan es gesagt hat. Die sehen wunderschön aus. Pass auf, wo du hintrittst. Du machst mir sonst noch meinen Garten kaputt. Entschuldige, aber das ist der Wind. Guten Morgen zusammen. Mann, seid ihr aber alle fleißig. Hallo Jan. Hallo kleiner roter Traktor. Hallo Emma.
du hast wirklich Talent zum Malen, Laura. Oh, danke. Es ist nur ein Hobby. Aber ich liebe es, weißt du? Ich glaube, ich brauche auch wieder ein Hobby. Seit ich mit dem kleinen roten Traktor fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun in meiner Freizeit. Versuch's doch mal hiermit. Ich habe noch eine Staffelei und Zeichenpapier. Weißt du was? Ich versuch's wirklich mal. Stehst du mir Modell, kleiner roter Traktor? Pling! Oh, das war's wohl. Großer Blauer, guten Morgen. Ich wünsch den Tag ohne Sorgen. Wow! Ein kleines Lied und schon ist der Tag gerettet. Ja, natürlich. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich, dass Sie den großen Blauen auftanken. Und zwar ein bisschen fix, wenn es geht. Ich habe nämlich noch eine Menge auf dem Zettel. Also, hopp, hopp. Sie brauchen ein Hobby, Herr Junker. Dieses ewige Rumgehetze ist nicht gut für Sie. Wenn du schuftest ohne Maß, bleibt dir kaum noch Zeit für Spaß. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich habe keine Zeit mehr. Es gibt heute Nachmittag eine Auktion in Plätscherbach und Auktionen sind mein Hobby. Die Spannung. Die Aufregung. Soll ich hoch angehen oder lieber niedrig? Kaufen oder verkaufen? Es gibt nichts Besseres. Es geht um Taktik, verstehen Sie, Walter? Ums Timing. Wann den Arm heben und wann warten. Und natürlich muss man zeitig vor Ort sein, um die sich lohnenden Angebote zu kennen. Wirklich? Na dann werde ich Sie ja nachher erleben, Herr Junker. Nicola und ich werden nämlich auch zu dieser Auktion gehen. Ja. So ist es. Oh, ist das der Auktionskatalog? Oh ja, denn es zahlt sich doch immer aus, wenn man vorher einen Blick da hineinwirft. Alle Informationen, die man braucht, findet man hier drin. Nur zu. Sehen Sie sich's gut an. Was? Haben Sie irgendetwas entdeckt, was Lohnendes? Oh, nein, nur eine Magenverstimmung. Nun gut, ich muss los. Jan? Wir müssen zu dieser Auktion. Ich habe das ideale Hobby für dich entdeckt, bei dem ich dir helfen könnte. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Treffen wir uns da? Okay, wir sehen uns da. Bis dann, Nicola. Was soll das denn sein? Eigentlich sollte es der kleine rote Traktor sein. Naja, er ist rot. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie begabt für dieses Hobby bin. Oh, Jan, es braucht Geduld. Du kannst doch nicht schon beim ersten Versuch ein Wunder erwarten. Was meinst du, kleiner roter Traktor? Soll ich aufgeben? Ich verstehe. Auch der kleine rote Traktor ist meiner Meinung. Nicola sagt, es wird was sehr Interessantes auf der Auktion versteigert. Also gehe ich mal los und schau mir an, was es ist. Wir sehen uns dann später. Gut, und danke für den Malunterricht. Bis nachher. Bis nachher. Und dieser wunderbare Köderkasten geht an Herrn Junker. Wie alles. Danke. Wundervoll. Oh, ich liebe diese Auktionen. Was gibt's als nächstes? Das nächste Angebot ist dieser zauberhafte Bär. Der ist ja entzückend. Danke, Herr Junker. Ich habe ein Angebot von 5. Bietet jemand 6? Ja, 6. Ich sehe 6 von dem Herrn in der grauen Jacke. Bietet jemand 7? Mama, Emma und ich gucken mal, wo Jan ist. Ist gut, aber bleibt in der Nähe vom Zelt. Danke, das Angebot ist 7. Kommen Sie, meine Damen und Herren, was für ein liebenswertes Bärchen. Bietet jemand 8? Seien Sie gegrüßt, Herr Junker. Danke, ich habe 8 gehört von dem Herrn in dem übergroßen Pullover. Nimm den Arm runter. Der Mann denkt, dass du mitbieten willst. Jan, da bist du ja. Wieso bist du denn so aufgeregt? Was hältst du von dem da als neues Hobby? Der ist ja fantastisch. Da müsste man eine Menge Arbeit reinstecken. Das könnten wir doch zusammen machen. Na komm schon, Jan, du brauchst doch ein neues Hobby. Oh, der kleine rote Traktor hat Angst, dass er einfach ersetzt wird. In Wahrheit brauche ich seine Hilfe, um den hier wieder hinzukriegen. Och, mach dir keine Sorgen. Niemand kann den kleinen roten Traktor ersetzen. Als erstes muss er das Ding zu euch schleppen. Es geht nur um ein Hobby für Jan, das ist alles. Du hast recht. Wir sollten es ersteigern. Wow, was ist das? Das ist eine sehr alte Zugmaschine. Sie ist schon über 100 Jahre alt. Sie hat damals schon die Sachen gemacht, die heute Traktoren und Lastwagen erledigen. Wie viel kostet die? Ich habe keine Ahnung. Steht kein Preis dran. Auch keine anderen Informationen oder sowas. Die Einzelheiten stehen vielleicht im Auktionskatalog. Oh, aber den habe ich nicht. Aber Herr Junker hat einen. Lass uns mal sehen, was wir rauskriegen können. So machen wir's. Noch ein Angebot für diesen liebreizenden Teddybären? Sonst geht er für 30 an Herrn Junker. Zum Ersten zum... Hallo, Walter! Moment, noch ein Angebot. Das ist sehr großzügig. 31 von dem Herrn im Pullover. Und zum Ersten... Hallo, Stumpi.
Und ein neues Angebot. Ich danke Ihnen vielmals. 32 von dem Mann in Orange. Wer? Was? Meint er etwa mich? Was geht hier vor? Dieses Teddybärchen geht an den Herrn in dem modischen orangefarbenen Anzug. Oh, danke. Hab ich was gewonnen? Nein, Walter, Sie haben für viel Geld diesen Teddybären ersteigert. Tatsächlich? Als nächstes haben wir diese wundervolle alte Zugmaschine. Sie ist ein bisschen betagt, aber mit etwas Arbeit kann man ein Schmuckstück daraus machen. Was darf ich hören? Ach, wer will denn schon dieses rostige alte Ding haben? Also für mich gehört das auf den Schrottplatz. Jan, jetzt ist dieses Traktording dran. Diese Zugmaschine, ja. Aber wir wissen nichts darüber. Herr Junker hat doch einen Katalog. Ich frag ihn, ob wir da mal reingucken dürfen. Stumpi, lass bloß den Arm unten. Das kann ein teures Vergnügen werden. Oh, ich glaube nicht, dass wir da mitbieten wollen. Stimmt doch, Schatz. Darf ich da mal reingucken? Nicht doch, ich bin beschäftigt. Danke, Herr Junker, sehr großzügig. Emma, ich versuche mich auf die Auktion zu konzentrieren. 200, vielen Dank. Und 250 von Herrn Junker. Oh, vielen, vielen Dank. Was für eine aufregende Auktion. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich bin überrascht, dass Herr Junker plötzlich an so alten Sachen interessiert ist. Das ist er doch sonst nicht. Wer bietet mehr? Herr Junker, kann ich bitte mal in den Katalog sehen? Was soll denn das? Ja, was sehe ich? 400 von Herrn Junker. Was hat man dazu? Noch ein Gebot? Und zum Ersten? Hä? Zum Zweiten? Was? Nein. Augenblick, ich habe doch nicht geboten. Nein, hören Sie, ich habe doch nur... Aber. Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Ich bin richtig ein bisschen neidisch. Was für ein wunderbares Stück. Was wollen Sie damit machen, Herr Junker? Aber ich wollte das Ding überhaupt nicht haben. Ich habe doch einfach nur versucht... Ach, was soll ich denn bloß mit dem rostigen alten Ding anfangen? Ach, verflixt! Wenn Sie wollen, könnten wir zusammenlegen und Ihnen die alte Zugmaschine abkaufen. Das würden Sie tun? Oh, da wäre ich richtig erleichtert. Jetzt hast du ein Hobby, in das du dich richtig reinknien kannst. Bist du sicher, dass der kleine rote Traktor die abschleppen kann? Sie sieht wirklich sehr, sehr schwer aus. Kein Problem. Sowas machen wir jeden Tag. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Ich kann's kaum erwarten, mit meinem neuen Hobby anzufangen. Wir waren fleißig heute Morgen, kleiner roter Traktor. Wir haben die Kühe gemolken und die Schweine gefüttert. Hey, lass uns zum Rosenwinkel fahren und mal sehen, wie weit Emma mit ihrem Garten ist. Ich habe keine Ahnung, wo die auf einmal alle herkommen. Was sind das für Dinger? Das sind Maulwurfhügel. Maulwürfe sind richtig süß. Aber warum machen die sowas in unserem Garten? Tja, sie müssen ja irgendwo leben. Und jetzt haben sie sich wohl uns ausgesucht. Einen schönen guten Morgen. Hallo Jan. Sieh mal, unser Garten ist ganz verwühlt. Sieht aus, als hättet ihr Maulwürfe zu Gast. Was können wir da machen? Wir müssen sie loswerden. Ihr dürft ihnen aber nicht wehtun. Ich werde mal darüber nachdenken. Es ist lange her, dass wir Maulwürfe in dieser Gegend hatten. Keine Sorge, Emma. Mir wird schon was einfallen. Überlass das nur mir. Danke, Jan. Warte mal. Oh nein. Paps hat schon wieder eine ganze Menge vergessen. Paps? Paps? Nikola, was gibt's? Du hast die Hälfte der Sachen, die ich dich gebeten habe zu kaufen, vergessen. Dann muss ich jetzt wohl nach Plätscherbach fahren und die fehlenden Sachen holen. Nein, das mache ich natürlich. Und wer sagt mir, dass du nicht wieder was vergisst? Ich? Was vergessen? Ich habe ein Gedächtnis wie ein... Wie heißen die nochmal? Elefanten? Ja, wie einer von denen. Ah, ich schreibe dir lieber eine Liste. Ja, mach das. Eine Liste, ja. Damit kann nichts schiefgehen. Gut, wir brauchen frisches Brot. Oh, und eine Hake für Laura Thormann. Brot, eine Hake. Freilandeier, Traktorenöl für Jan. Eier und Kuchen und eine Hake soll ich suchen. Brot, nicht Kuchen. Aber Brot reimt sich nicht. Oh ja, und bitte nicht vergessen, bring ein paar Fingerhüte für Elsie mit. Hör mal, ein Kunde. Ich bin gleich wieder da. Kundschaft! Walter? Hallo, Herr Junker. Walter, mein Bester. Hören Sie, hätten Sie vielleicht Lust, heute Nachmittag mit mir zum Angeln zu gehen? Ich muss für Nikola ein paar Sachen im Plätscherbach besorgen, aber das dauert nicht lange. Gut, hopp, hopp. Dann treffen wir uns danach, aber behalten Sie es für sich. Ich möchte nicht, dass uns jemand zuvorkommt. Keine Sorge, bin schon unterwegs. Bis nachher.
So, das hätten wir. Jetzt wird Paps nichts mehr vergessen. Oh nein! Paps! Warte! Du hast die Liste vergessen! Oh Mann, Paps! Guten Morgen, Jan! Ich hab dich heute Morgen gar nicht erwartet. Ich brauch deine Hilfe, Stumpi. Deshalb bin ich hier. Tja, wo brennt's denn? Was kann ich für dich tun, Jan? Also, es geht nicht um mich, Stumpi. Es geht um die Tormats. Ich fürchte, dass sich Maulwürfe in ihrem Garten eingenistet haben. Die haben alles zerwühlt und die arme Emma ist völlig außer sich. Du weißt ja, wie sie ihren Garten liebt, Stumpi. Maulwürfe? Ja, ganz genau. Das Problem ist, ich hab versprochen, mir was einfallen zu lassen. Stumpi? Ich lauf immer hin und her, wenn ich nachdenke. Ich hab's. Jetzt weiß ich's wieder. Mein Vater hat immer, um Maulwürfe loszuwerden, Rauch in das eine Ende ihrer Tunnel geblasen. Und wenn sie am anderen Ende nach frischer Luft schnappten, hat er sie gefangen. Keine Sorge, kleiner roter Traktor. Das können wir nicht machen, Stumpi. Emma möchte nicht, dass ihnen wehgetan wird. Sie möchte sie einfach nur loswerden. Oh ja, ich verstehe. Bitte nicht schon wieder hin und her laufen, Stumpi. Oh. Was war das? Alles in Ordnung, kleiner roter Traktor? Oh, gar nicht drum kümmern. Das macht die Mühle ab und zu. Ihre Flügel müssen mal wieder geölt werden. Dieser Ruck ging mir eben durch und durch. Die Erde hat gebebt. Das würde doch sicher auch die Maulwürfe vertreiben, glaub ich. Ja, das glaube ich auch. Allerdings können wir die Windmühle nicht einfach zum Rosenwinkel rüberschaffen. Nein, aber das bringt mich auf eine Idee. Genauso können wir die Maulwürfe vertreiben. Durch eine Erschütterung. Das könnte funktionieren. Tja, lass mich mal überlegen. Mach dir keine Mühe, Stumpi. Nicht mehr hin und her laufen. Wir haben dich schon lange genug aufgehalten. Jetzt müssen wir mal nachdenken. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Ups, ich hab die Liste vergessen. Aber ich werde bestimmt nichts vergessen. Wollen mal sehen. Frisches Brot ist da. 2 Dutzend Eier. Freiland, ja. Die Hake für Frau Thormann, hab ich. Traktoröl für Jan, hab ich auch. Haha, mein Gedächtnis funktioniert doch. Also, was noch? Ah ja, ein paar Fingerhüte für Elsie. Fingerhüte? Ah, bei Elsie habe ich wohl an Windmühlen gedacht. Also wieder falsch. Nicola wird nicht begeistert sein. Hallo, Paps. Schon zurück? Hast du alles bekommen? Alles, aber ja, ja, natürlich. Gut gemacht. Du hattest nämlich die Liste vergessen, Paps. Wer braucht schon eine Liste? Ich helfe dir dabei, alles einzuräumen. Nein, ich meine, nein. Das mache ich. Das kann ich allein. Na gut. Danke, Paps. Was mache ich nur mit all den Windmühlen? Ich werde sie am besten verstecken, genau. Aha, Sie wollen also angeln gehen. Psst. Nicht zu laut, wir möchten nicht, dass uns jemand zuvorkommt. Wir? Ja, Walter kommt mit und ich hoffe, es wird ein erfolgreicher Tag. Gut, bevor Sie gehen, könnten Sie mir noch einen Gefallen tun? Jeden, Jan, jeden. Hauptsache, es geht schnell. Die Tormans haben ein Problem mit Maulwürfen. Na, lieber die als wir, nicht wahr, Jan? So denken gute Nachbarn nicht. Hören Sie, ich habe da eine Idee. Wir könnten die Maulwürfe vielleicht loswerden, wenn wir den Boden irgendwie erschüttern würden. Ich verstehe. Sie möchten, dass ich mit dem großen Blauen da mal quer durch den Garten fahre. Nein, das möchte ich ganz bestimmt nicht. Fällt Ihnen noch was anderes ein? Ich würde Ihnen gern helfen, Jan. Ja, das würde ich wirklich, aber ich muss jetzt wirklich los zum Angeln, Jan. Tja, na gut. Vielleicht hat Walter eine Idee, wie wir das Problem mit den Maulwürfen lösen könnten. Paps? Oh nein, wenn Nicola die Windmühlen sieht, weiß sie, dass ich was Verkehrtes besorgt habe. Paps! Wo ist er denn plötzlich hin? Hallo, Nicola. Ist Walter in der Nähe? Das war er eben noch. Aber jetzt ist er verschwunden. Er ist dort, hinter den Reifen. Paps! Was hast du denn da gemacht? Ich wollte mal die Reifen zählen. Was willst du mit all diesen Windmühlen? Welche Windmühlen? Windmühlen. Das ist es. Genau die brauchen wir. Hä? Oh. Ja. Hier für dich, Jan. Ein Karton voll Windmühlen. Du willst Windmühlen? Ja, die brauche ich für ein Forschungsprojekt, an dem ich arbeite. Projekt? Ja. Ja, das Projekt. Hier ist alles, was du brauchst. Danke.
Und hast du auch das Öl mitgebracht? Ich glaube, Stumpi braucht davon auch was für seine Windmühlenflügel. Ja, das habe ich auch da. Ja, die Windmühlen und das Öl. Zwei Dinge, die ich nicht vergessen habe. Walter, gehen wir nun zusammen angeln oder nicht? Angeln? Aber ich dachte, du wolltest... Oh, habe ich vergessen, dir das zu erzählen? Ich glaube, da sind noch mehr Maulwurfhügel dazugekommen. Da sind Jan und der kleine rote Traktor. Vielleicht ist ihnen was eingefallen, wie wir die Maulwürfe loswerden. Windmühlen? Warum hast du so viele mitgebracht? Ich habe einen Plan. Wir müssen diese Windmühlen dazu überall im Garten in den Boden stecken. Warum? Vertrau mir. Ich glaube, das wird unser Maulwurfproblem schnell lösen. Und die Windmühlen sehen auch richtig hübsch im Garten aus. Fangen wir an, Emma. Eine steckt schon, Jan. Guck mal, Jan. Ich finde, das sieht noch viel besser als mit den langweiligen Blumen aus. Das sieht wirklich toll aus. Aber was hat das mit den Maulwürfen zu tun? Wenn sich die Windmühlen drehen, entstehen Erschütterungen bis tief in den Boden. Das mögen die Maulwürfe nicht. Und im Handumdrehen sind sie irgendwohin verschwunden, wo sie friedlicher und ruhiger leben können. Du bist ein Genie. Oh, das würde ich nicht so sehen. Mir haben Stumpi und der kleine rote Traktor geholfen. Danke. Ihr habt es geschafft, dass alles wieder gut wird. Nur noch diese zwei, dann hab ich's. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr zwei. Willst du nicht heute Nachmittag das erste Erntefest mit uns feiern? Aber natürlich. Das ist das erste Getreide der neuen Ernte. Seid ihr schon soweit? Mama ist ganz nervös, weil sie noch so viel zu tun hat. Wir sind darum Beeren für sie pflücken gegangen. Nur um aus dem Haus zu sein. So, und fertig. Wir gehen jetzt besser nach Hause. Bis nachher. Bis nachher beim Fest. Wiedersehen. Wenn wir zurück sind, könnten wir meinen Drachen steigen lassen. Ja. Gut, kleiner roter Traktor. Fahren wir zur Stumpis Windmühle. Tu mir bitte den Gefallen und kürz die Ärmel von meinem Pullover, Elsie. Ich bin doch kein Gorilla. Du wächst da schon noch rein. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen arbeiten darf. Das hilft mir sehr bei meinem Artikel für die Zeitung über das wahre Landleben. Ist schon in Ordnung, Fritz. Das ist genau, was ich suche. Ich sag mir immer, Fritz, sag ich, was du brauchst, ist einfach Erfahrung. Um zu schreiben, brauchst du über jedes Thema Erfahrung. Womit fangen wir an? Wir müssen zuerst das alte Getreide mahlen, um Platz für das neue zu schaffen. Also lassen Sie uns als erstes die Säcke hier reinbringen. Körperliche Arbeit? Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, aber... Ich versuch's. Oh, ich hab euch zwei gar nicht so früh erwartet. Ich hab den Rest von der letzten Ernte noch nicht fertig gemahlen. Aber dir hilft jemand, wie ich sehe. Oh, ich glaub's nicht, ich hab's vergessen. Was ist denn? Heute ist mein Lieblingstag des Jahres und da backe ich immer den großen Erntefestkuchen. Und jetzt... Was ist denn passiert? Ich hab keine Eier mehr. Ich hab alle anderen Zutaten, aber ich hab die Eier vergessen. Keine Sorge, Elsie, ich muss noch eine Menge Eier auf meinem Hof haben. Ich hatte heute Morgen nur nicht die Zeit, sie einzusammeln. Ich nehm dich mit rüber. Steig auf den Hänger, Elsie. Weißt du, mir wird hinten immer so schlecht. Kann ich vorne sitzen? Aber da ist kein Platz, fürchte ich. Ich fahre. Ich meine, Elsie kann bei mir mitfahren. Dann ist sie schnell da und schnell wieder zurück. Das finde ich aber nett, Fritz. Aber wer hilft mir denn dann beim Malen? Komm, Stumpi. Ich werde dir helfen. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Ich darf nicht aufhören zu trainieren. Wenn ich einen Tag aussetze, brauche ich zwei Tage, um den wieder aufzuholen. Das heißt, ich brauche drei Tage, um zwei Tage aufzuholen. Sonst komme ich aus dem Rhythmus. Immer weiter, immer weiter. Aber es gibt noch so viel zu tun für heute Nachmittag. Ich muss noch backen, alles dekorieren. Es ist noch viel Zeit, Laura, viel Zeit. Bin bald wieder da. Also, ich weiß nicht, euer Vater und sein Fitnesstraining. Naja. Wenigstens werdet ihr zwei mir helfen. Oh, Mama. Wir wollten meinen Drachen steigen lassen. In die Küche. Oh. Oh, geben Sie doch mal ein bisschen Gas, Fritz. Ich muss den Erntefestkuchen so schnell wie möglich in den Ofen kriegen. Es dauert Stunden, bis der fertig gebacken ist. Ja, in dem Fall sollten wir eine Abkürzung nehmen. Festhalten, Elsie, es wird holprig. Da sind wir. Und sagen Sie ehrlich, ging das nicht schnell? Ja, das ging's wirklich. Gut, wo sind nun die Eier? In der Küche?
Sie müssen noch eine Menge über das Leben auf dem Lande lernen. Die Eier sind da drüben. Ihr bewahrt sie in der Scheune auf? Sie sind da, wo die Hühner sie legen. Helfen Sie mir hier raus. Wir müssen den Korb so schnell wie möglich voll machen. Schön festhalten. Oh, oh nein! Oh, wo ist sie denn hin? Aufpassen! Oh, was soll das? Meine Eier! Elsie, was geht hier vor? Oh, ich wollte eigentlich nur einen Kuchen backen. Aha! Elsie, ich glaube, es wäre langsam an der Zeit zu bremsen. Es gibt keine Bremsen. Oh, bitte nach links. Oh, das war aber wirklich knapp, was? wenn ich mich nicht täusche, geht es jetzt rückwärts. Und wenn mir meine Erinnerung keinen Streich spielt, ist hinter uns ein Abgrund. Mach doch irgendwas, Michael. Aber ich kann doch nicht sehen, wo wir hinfahren. Nach rechts. Nein, nach links. Langsam wird's Zeit, sich Gedanken zu machen. Was sagt man denn dazu? So, das hätten wir. Danke, Jan. Fritz, ist alles in Ordnung? Naja, wie man's nennt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Beiwagen verloren. Elsie saß im Beiwagen. Sie haben meine Elsie verloren. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Eulenwald. Stumpi, kümmere du dich um Fritz. Der kleine rote Traktor und ich werden Elsie suchen. Also gut, ich werde jetzt Hilfe holen. Michael! Nächster Vorschlag. Wir warten hier, bis Hilfe kommt. Ja, genau. Das halte ich für die weitaus bessere Idee. Ich kann sie nirgendwo entdecken. Was? Ein zerbrochenes Ei. Und da ist noch eins. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Ja! Ist alles in Ordnung mit euch? Ich glaub schon. Ja, uns geht es bestens. Was machst du da eigentlich, Michael? Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich weiß nur, wenn ich mich hier wegbewege, fällt Elsie hinten runter und peng. Und ich möchte nicht peng machen. Bewegt euch nicht. Ich hab da eine gute Idee. Ich mach das hier an der Anhängerkupplung fest und du bindest das andere Ende vom Seil um den Beiwagen. Und wenn wir das Seil gespannt haben, kannst du vorsichtig zur Seite gehen, Michael. Aber pass auf, dass du dich nicht im Seil verfängst. Wird gemacht. Ich bin soweit. Also gut, kleiner roter Traktor. Und jetzt schön langsam. Jetzt, Michael. Gut, und jetzt zieh. Na los, kleiner roter Traktor. Du schaffst es. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, meine Eier. Was ist nur aus meinen Eiern geworden? Hier, bitte. Oh je. Das sind nur noch zwei übrig geblieben. Die reichen nie für meinen Erntefestkuchen. Halb so schlimm. Hauptsache, du bist gesund. Und jetzt lass uns schnell zurück zur Mühle. Hurra!
weiß, der Kuchen ist in diesem Jahr ein bisschen kleiner, aber er ist trotzdem für alle gedacht. Das Wichtigste ist doch, dass wir hier alle zusammen das Erntefest feiern. Und das dank Jan und dem kleinen roten Traktor. Wow. Ja. Ihr seid die Besten. Was war das denn für ein Tag? Sieht toll aus. Morgen, Herr Junker. Bringen Sie das Heu ein? Genau. Es ist wunderbar trocken geworden bei diesem herrlichen Sonnenschein. Sie sollten sich beeilen. Es sieht aus, als würde es jeden Moment regnen. Ach, kein Problem. Das kriegt der große Blaue schon hin. Na dann, viel Glück. Guten Morgen, Nicola. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Was kann ich für euch tun? Voll tanken bitte, Walter. Bin schon dabei. Danke. Bis später. Ja, mach's gut. Oh, komm schon, großer Blauer. Was ist denn auf einmal mit dir los? Haben Sie ein Problem, Herr Junker? Oh, also das ist mir wirklich peinlich, Jan. Ich bekomme ihn um nichts auf der Welt mehr zum Laufen. Eben war noch alles bestens. Und jetzt? Und das passiert gerade heute, wenn ich das Heu vor dem Regen reinbringen will. Tja, und das wird sicher bald losgehen. Aber vielleicht können wir ja helfen. Wir holen den Hänger und bringen das Heu ein, während Sie sich um den großen Blauen kümmern. Wirklich? Das würden Sie tun? Oh, danke, Jan. Wir könnten Max und Emma fragen, ob sie uns bei der Heuernte helfen wollen. Hey, vorsichtig! Ohohoho, nicht schlecht, was? Was genau ist nicht schlecht, Stumpi? Na, meine gekonnte Notbremse, die war doch perfekt berechnet. Oh, wie kommst du zu dem riesigen Heuwagen? Sieht ja sehr originell aus. Dir gehört Herrn Junker, der große Blaue hat schlapp gemacht. Jetzt bringen wir das Heu für ihn ein. Ich wollte gerade Max und Emma fragen, ob sie uns helfen. Sei bloß vorsichtig, Stumpi. Nur nicht übertreiben. Mach dir nur keine Sorgen um mich, Jan. Ich kenne sämtliche Macken von Flitzer. Wiedersehen! Sieh mal, da kommen Jan und der kleine rote Traktor. Hallo! Habt ihr zwei vielleicht Lust, mir bei der Heuernte zu helfen? Aber immer! Na, dann springt auf! Stumpfi, ich hab wirklich genug zu tun. Da müssen Sie mir nicht noch den Garten umpflügen. Ich hab nichts umgepflügt. Ich hab nur meine berühmte Notbremse vorgeführt. Ich hab gehört, Sie und der große Blaue könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und ich wollte Ihnen das anbieten. Tatsächlich? Verstehen Sie denn was von Traktoren? Nein. Heute ist einer von diesen Tagen, also ich weiß nicht. Gut, lasst uns diese Fuhre zum Gutshof bringen. Geben Sie mehr Gas. Ich habe versucht, mehr Gas zu geben. Ah, dann geben Sie weniger Gas. Das ist einfach sinnlos. Na, wie läuft's? Nichts läuft. Wenn ich nur wüsste, was ich tun könnte. Wissen Sie, ich glaube, das sollte sich Nicola mal ansehen. Tja, ich glaube, Sie haben recht. Okay, wir laden ab und dann holen wir Sie. Warum sind Sie nicht selbst darauf gekommen, Herr Junker? Da bin ich schon wieder, Walter. Wir brauchen dringend Nicolas Hilfe. Nicola? Die ist leider nicht da. Sie kommt erst später zurück. Kann ich vielleicht helfen? Der große Blaue fährt nicht mehr. Könntest du ihn dir mal ansehen? Ja, kein Problem. Ich hol nur meinen Werkzeugkasten, dann kann's losgehen. Vielen Dank, Walter. Was ist mit der Werkstatt? Ich häng das Geschlossenschild raus. Wird ja nicht so lange dauern. Nicola ist am Plätscherbach, also bin ich hergekommen. Sie haben wirklich einen sehr hübschen Werkzeugkasten. Danke sehr. Haben Sie den schon jemals benutzt? Tja, hin und wieder, hin und wieder. Da meine Hilfe hier nicht mehr nötig ist, kann ich mich bei der Heuernte nützlich machen. Ja, natürlich. Hören Sie, Walter, es wird doch hoffentlich nicht am Kraftmeyers Doppelschlag Kraftstoff-Einspritzer liegen, oder? Was meinen Sie? Oh, ich hoffe nicht. Was auch immer das ist. Das habt ihr gut gemacht. Nur weiter so. Oh, oh.
Ah, Stumpi will uns auch helfen. Das ist gut. Wir können jede Hand gebrauchen. Und alle Beine auch, wie ich sehe. Und? Das bringt uns alles nicht weiter. Kein Wunder, wenn er die Hälfte vergisst. Walter? Ich glaube, das haben Sie vergessen. Das ist mein Frühstück. Oh nein, da sind Sie schon wieder und der große Blaue läuft immer noch nicht. Das ist so furchtbar peinlich. Ich mache mich lieber aus dem Staub. Alles in Ordnung? Leider nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin völlig ratlos. Ich wette, Nikola wüsste, was zu tun ist. Stumpi, wir laden jetzt den Hänger ab und laden dann die letzte Fuhre Heu. Würdest du mal schauen, ob Nikola wieder da ist? Aber klar doch, Jan. Ich bin schon unterwegs. Nikola? Nikola! Hallo, Stumpi. Dem Himmel sei Dank, du bist zurück. Übst du deine neue Sportart oder sowas? Tja, sieht fast ein bisschen so aus. Hm? Hilf mir lieber raus aus dem Ding und dann mach dich schleunigst auf zum Gutshof. Dein Vater braucht dich da dringend. Wir haben's fast geschafft. Macht weiter. Den Rest kriegen wir auch noch ins Trockene, bevor es anfängt zu regnen. Tja, das war's wohl. Ich weiß nicht, was ich noch versuchen könnte. Da bin ich wieder. Oh, oh. Hey, hallo, Herr Junker. Hallo, Stumpi. Hallo, Paps. Na, wie geht's? Nicht gut, Nikola. Ich weiß einfach nicht, woran es bei ihm liegt. Darf ich mir's mal ansehen? Nur zu. Herr Junker? Herr Junker? Er ist hier unten. Ja. Ich habe mir gerade den Rasen angesehen. Wie es dem Gras geht. Es ist eine ganze Menge Gras hier. Ah, da sind Sie also. Wann haben Sie den großen Blauen zuletzt aufgetankt? Keine Ahnung. Ist lange her, glaube ich. Das habe ich mir doch gedacht. Sieht aus, als wäre kein Tropfen mehr im Tank. Darum ist er nicht angesprungen. Also, das glaube ich doch nicht. Kann man denn wirklich so dumm sein? Also gut. Starten Sie ihn. Ja! Danke, Nikola. Entschuldigung, das war ziemlich dämlich von mir. Das gilt aber auch für mich. Was soll's, Paps? Das ist jedem schon mal passiert. Dafür braucht der große Blaue ewig lange keine Inspektion mehr, so wie du ihn auseinandergenommen hast. Das ist richtig. Danke, Walter. Ich bin euch ganz schön auf die Nerven gegangen und hab euch heute eure Zeit gestohlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Fangen wir doch mal damit an, dass wir uns unterstellen. Also, Freunde, der große Blaue ist aufgetankt und wir genehmigen uns auch etwas. Danke sehr! Und das Heu ist trocken in der Scheune. Und dafür möchte ich euch allen herzlich danken. Aber besonders denen, die das alles ermöglicht haben. Jan und der kleine rote Traktor. Alles an einem Tag. Aber wir hatten viel Spaß. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Guten Morgen, kleiner roter Traktor. Wir müssen los. Stumpi braucht unsere Hilfe. Seit dem Morgengrauen arbeitet er schon in seiner Mühle. Er will das Beste aus dem starken Wind machen. Ein Stückchen zurück. Noch ein kleines bisschen mehr. Ja, das war's. Wir müssen für ihn das ganze Mehl zur Bäckerei bringen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's.
Wie kommst du wohl wieder her? Jetzt hab ich dich. Ich hab hier wieder eine, Nicola. Sehr gut. Unglaublich, dass die rausfallen konnten. Es muss heute Nacht gewaltig gestürmt haben. Sogar das Schloss ist aufgebrochen. Ja, aber ich wollte dieses rostige Vorhängeschloss sowieso bald ersetzen. Klar wolltest du das, Paps. Ja, wirklich. Oh nein. Sieh dir das arme Tor an. Oh je. Hoffentlich funktioniert es noch. Nein, es rührt sich nicht. Sieht nach Arbeit für meinen Hammer aus. Keine Angst, Schleppi, wir kriegen dich da schon raus. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr so schnell gekommen seid. Kein Problem, wir helfen doch gern. Tja, das hier sind sie. Die müssen alle zur Bäckerei gebracht werden. Warst wohl ziemlich fleißig heute Morgen, ne? Ja, das kann ich dir flüstern. Und die Windmühlenflügel erwischt mich heute nur zweimal. Und das ist gut? Oh, an so einem windigen Tag hauen die ihn sonst mindestens ein halbes Dutzend Mal von den Füßen. Ich brauche Platz hier. Herr Junker bringt noch eine Riesenmenge Getreide zum Mahlen. Oh, er wollte eigentlich schon längst hier sein. Merkwürdig. Er kommt sonst nie zu spät. Ich sehe auf dem Weg zur Bäckerei. Mal kurz bei ihm vorbei. Beide Türen klemmen. Also, wir waren ja schon in einigen peinlichen Situationen, großer Blauer. Aber das hier schießt wirklich den Vogel ab. Na gut, ich habe alle Möglichkeiten geprüft und mir bleibt keine andere Wahl mehr. Hilfe! Hilfe! Es rührt sich kein Millimeter. Oh, ich werde mal rangehen. Irgendwie müssen wir das Tor doch aufbekommen. Vielleicht sollten wir die Luft aus Schleppis Reifen lassen, da könnten wir ihn unten durchschieben. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Guten Morgen, Walters Wer... Oh nein! Nein, sicher aber... Jeden Moment, sicher aber... Keine Zeit mehr, aha. Nein, geht nicht, das Tor klemmt. Ich rufe einen Junker an. Puh. Wir müssen dieses verflixte Tor in den Griff kriegen. Es gibt Probleme, Paps. Komm schon. Geh schon ran. Hilfe! Herr Junker, sind Sie in Schwierigkeiten? Jan? Oh, ich bin froh, dass Sie es sind. Ja, wir scheinen hier festzustecken. Durch den starken Wind ist das Silo umgekippt und hat uns eingeklemmt. Zum Glück ist der große Blaue so ein starker Kerl, sonst wären wir jetzt platt gewesen. Der Wind, tatsächlich. Sie sind also nicht beim Zurücksetzen gegen das Silo gefahren? Nein. Nein, 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 nein. Es war der Wind. Dieser schreckliche Wind. Keine Sorge, Herr Junker. Wir kriegen Sie beide schon raus aus der Klemme. Hallo? Oh nein. Ich verstehe. Natürlich. Wir sind auf dem Gutshof. Nein, Herr Junker kann jetzt nicht ans Telefon kommen. Hören Sie doch bitte mit dem Gefasel auf, Jan. Wir sind schon unterwegs. Oh, und Nicola, wenn ihr das Tor repariert habt, braucht Herr Junker eure Hilfe hier. Also bis dann. Komm, kleiner roter Traktor, es gibt einen Notfall. Los geht's! Was? Ich muss los! Ich komme nachher wieder zurück! Aber Sie können den da nicht einfach stehen lassen. Und Sie können mich hier nicht einfach sitzen lassen. Jan! Jan! Also gut. Bist du bereit, großer Blauer? Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den da wegzukriegen. Ist ja gut, ist ja gut. Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen es einfach schaffen. Ist ja sonst keiner da, der es machen würde.
So, das ist fest. Und jetzt an den Baumstumpf. Oh, oh. Das wird aber ganz schön knapp. Wir müssen uns beeilen. Und jetzt zieh mit aller Kraft. Komm weiter. Oh nein, das ist unsere letzte Chance. Okay, wir schaffen das. Streng dich an, kleiner roter Traktor. Er bewegt sich, du machst das toll. Ach, gut gemacht, kleiner roter Traktor. Entschuldige, mein Junge. Wir können uns nicht ausruhen. Vergiss nicht, wir müssen doch Herrn Junker noch befreien. Oh, ich möchte ja zu gern wissen, wo Herr Junker so lange steckt. Ich werde mal die Mühle abstellen, bevor ich noch die Mühlsteine abschleife. Sieh mal, so gut wie neu. Abgesehen mal von der Delle. Ach, die kriege ich raus. Heute Abend, Nikola, sieht dieses Tor wieder so schön aus wie ich. Ja? Ja? Na, dann streng dich mal schön an, du Schöner. Ich muss jetzt zum Gutshof und sehen, was mit Herrn Junker ist. Hilfe! Hilfe! Oh, Jan! Jan! Bitte lassen Sie mich nicht mehr allein! Beruhigen Sie sich, Herr Junker. Es wird nicht lange dauern. Okay, kleiner roter Traktor. Ich hoffe, du bist wieder bei Kräften. Oh je. Ist alles in Ordnung? Oh, es war grauenhaft, Nikola. Das Wahnsinnsgeheule des Windes und das Grollen des Donners. Donner? Ach, die grellen Blitze. Es geht los, Herr Junker. Was? Oh, ja, nur zu. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja. Wenn der große blaue frei ist, könntest du dieses Stück Holz unter das Silo schieben, damit es abgestürzt ist. Klar, mach ich. Sind alle bereit? Bereit. Bereit. Gut. Komm, kleiner roter Traktor. Du schaffst das, Junge. Nur noch ein ganz kleines Stückchen. Das reicht. Sie sind frei. Okay, Jan, du kannst jetzt zurücksetzen. Oh, recht. Vielen Dank euch allen. Ich war auch nicht schlecht. Das ist ja merkwürdig. Was? Naja, der große Blaue hat eine Delle. Und am Silo sind Kratzer mit blauen Farbresten. Sind Sie vielleicht beim Zurücksetzen dagegen gefahren? Nein, das war der Wind, Nikola. Ist doch egal, ich bin am Verdursten. Was halten Sie von einem kühlen Getränk und einem kleinen Imbiss? Und nochmals, Jan, vielen Dank. Haben wir gern gemacht, nicht wahr, kleiner roter Traktor? Um so etwas machen wir keinen Wind.